Einst war Europa eine schöne Prinzessin, die von einem mächtigen griechischen Stier ins Meer entführt wurde. Doch der Stier bekam von seinen Besitzern nichts zu fressen. Er wurde ausgehungert und immer schwächer und schwächer. Schließlich ertrank er und drohte, Europa mit in den Abgrund zu reißen. Doch da, Heureka, erschien ein prächtiger Kaiseradler und rettete Europa in letzter Sekunde. Wir schalten in die Residenz seiner Majestät. Kinder, fröhlich lachen, Blumen zu strahlen schön. Ein jeder freut sich seines Lebens, wie lange nicht gesehen. Vorbei die guten kalten Zeiten, da wir allein auf der Welt wie ein Vater seine kleinen Kinder er uns im Arme hält. Unser Liebe ohne peinlich, wir danken es die Welt. Im Inhalt unseres Lebens vor dir Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Robert Heinrich I., durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, sind der Meinung, dass man sich angesichts von Euro- und Schuldenkrise, Korruption und Untersuchungsausschuss, es sich nicht so einfach machen darf und die Politikern die alleinige Schuld dran geben darf. Denn man kann einen Politiker zwar aus einem Sumpf bekommen, aber nicht den Sumpf aus dem Politiker. Das ist milieubedingt. Deshalb darf man mit Politikern auch nicht zu hart ins Gericht gehen, sondern vors Gericht und dann in den Häfen. Applaus, Seifenstein. Seifenstein. Majestät. Was sind das für arme Kreaturen? Majestät, Bürger aus den Euro-Krisenländern, aus Griechenland, Spanien, Portugal und Ungarn. Na, dann fangen wir gleich einmal an, Europa zu retten, Seifenstein. Befehl, Majestät, vormärz. Ja, arm schauen Sie aus, Seifenstein. Müssen wir was spenden. Da? Nicht alles auf einmal ausgeben, schön aufteilen untereinander, gell? Ja. Ja, den Rest behalten wir uns als Rettungsschirm, nicht? Husch! Na husch! Wir haben da so schön gesungen, Seifenstein. Majestät, es war der deutsche Schlagerstar Gildo Horn. Seifenstein? Majestät? Wieso hat der einen Warnwesten an? Bildet der jetzt eine Rettungsgasse oder was? Ja, oben am Scheitel bildet er eine Rettungsgasse, genau wie. Ja. Horn heißt er. Er heißt Horn. Schau. Guildo. Wo kommt er denn her?
aus deutschen Landen. Schau, gell. Frisch auf den Tisch. Schau. Armer Mensch, gell. Ja. Und wie fühlt er sich so bei uns in Österreich? Sehr freundlich aufgenommen. Ja, so sind wir. Die Österreicher, auch das Publikum, sehr schön. Ja, sehr schöne Lage. Womit verdient er sein Geld? Dass ich das in meinem Alter noch erleben darf. Mit Gesang, ich bin Schlagersänger. Wirklich? Sei verstanden. Schau, was hat er so gesungen? Majestät, Herr Horn hat unter anderem 1998 beim Eurovision Song Contest teilgenommen. Schau, haben wir da Bildmaterial, sei verstanden? Sehr wohl, Majestät. Hofbildstelle, bitte. Gildo hat euch lieb. Und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er über und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. Ja. Hat uns sehr gut gefallen, Seifenstein, sehr gut. Ja? Eurovision Song Contest, da ist ja Europa sich immer einig. Gell? Von Island bis runter nach Portugal und weiß der Teufel wohin. Null Punkte für Österreich. Letztes Jahr wart ihr gar nicht so schlecht, das war richtig gut. Das war à la Bonheur. Ja, dabei haben wir die größten Künstler hervorgebracht, bitte. Wie Wolfgang Amadeus, Mozart, Thomas Forstner, Wilfried. Hansi Hinterseher, um nur einige zu nennen. Toni Polster. Toni Polster singt auch, ja. Wobei, na, das ist ein anderes Thema. Wir haben schon so gelitten unter dem Toni Polster. Wir auch. Vielleicht kann er uns helfen. Horn. Also wir können uns nicht erinnern, dass wir so aus der Pappen gestunken hätten. Also. Zur Erfrischung habe ich gedacht, bringe ich mal was aus deutschen Landen mit. Ein Honig-Fenchel-Bonbon. Honig-Fenchel? Ja. Mm-hmm. Dankeschön, das heben wir uns auf, Seifenstein. Seifenstein, Majestät, macht sich eigentlich keiner Sorgen um die alte Frau, der er diese Brillen weggenommen hat? Ja. Sehe ich wenigstens mal. Besser. Hat er noch Brillen? Schau. Auch mal tragen? Nein, danke, wir sind heterosexuell. Das kann sich schnell ändern. Er hat aber bei uns keine Chancen. Er? Bestimmt nicht. Eher als er. Ah. Sie hätten ja dieselbe Frisur, weil Sie denselben Friseur hätten. Ich wollte mal so ein bisschen was Voluminöseres probieren. Voluminös? Da ist es ihm gelungen. Ne? Honigbonbons. Ja. Was würde denn er zur Rettung Europas vorschlagen? Sehr viel. Na? Aber auch sehr wenig. Na? Er hat unsere Aufmerksamkeit. Ich bin ja mehr ein Mann der Emotionen. Ich glaube, dass ganz Europa eigentlich ein Klangkörper ist. Aha. Und wir müssen wieder viel mehr in Einklang miteinander kommen. Wir müssen wie kleine Holzxylophone miteinander die kleine europäische Melodie. Holzxylophon ist ein Pleonasmus, weil Xylophon ist ja schon Holz, ne? Nehmen wir Metall zum Beispiel oder Kautschuk. Ein Holzglockenspiel. Und miteinander ein Holzglockenspiel, das eventuell auch mit Metall- und Kautschuk-Elementen... Wir haben ihm vorhin gesagt, dass er unsere Aufmerksamkeit hat. Jetzt nicht mehr? Er ist vorbei.
Seifenstein vor der Audienz haben sie uns versprochen, er kennt sich aus mit Krisen. Was ist jetzt mit ihm? Majestät, es liegt die Vermutung nahe, dass Herr Horn die Krise vorhergesehen hat. Er verklausuliert sie nämlich in seinen Liedern. Zum Beispiel, keiner sagt gerne Goodbye, komm, nimm den Blumenstrauß aus zartem Reigen und die Welt sieht anders aus, Lieder von Roy Black bis Peter Kraus. Die Zeile Lieder von Roy Black bis Peter Kraus steht eindeutig dafür, dass uns harte, finstere Zeiten bevorstehen. Herr Horn hat dieses Lied bereits 1997 gesungen. Da hat er schon von der Krise gewusst. Offensichtlich, Majestät. Dann hält er irgendwas zurück an Informationen. Ich vermute einen Komplott, Majestät. Ein Komplott? Lass uns ihn verhören, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät. Augenweide. Seehundling. Da empfangen wir Sie in Österreich mit all unserer Liebe. Das ist eine Verhörmethode, die wir entwickelt haben, das Waterboarding, ne? Frau Hör. Also, bei ihm funktioniert das nicht, Seifenstein. Er hat sofort alles zugegeben. Aber ich kann mit Frauen umgehen. Ja, offensichtlich, Seifenstein. Ab, Augenweide. Wir zeigen ihr dann unsere Meerschaumpfeife. Nichts dazu beitragen können, Seifenstein, dass die Krise weniger wird. Also Horn, wir haben uns sehr gefreut, dass er da war. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Ging ans Horn. Please.